Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Moon Factory 5. Wir gehen mal auf den Farmdrachen. Waren wir mal auf den Terradrachen? Keine Ahnung. Wir gehen da mal gucken. Wir haben noch ein bisschen RP, deshalb möchte ich ganz gerne noch ein bisschen Holz hacken, ein bisschen Stein hacken, weil wir noch eine weitere Scheune brauchen. Und dementsprechend, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich genug Holz habe. Wir probieren es einfach. Wir machen noch mal so jetzt so drei dieser gesunden. Und drei einen so kaputten. Haben wir ja schon. Das machen wir mit Steinen genauso. Ich hoffe, wir finden Silberne. Ich brauche unbedingt noch eine Scheune, weil ich glaube, das mit Ninetales hat nicht funktioniert, einfach aus dem folgenden Grund. Es ist kein Scheunenplatz mehr da. Gehe ich jetzt davon aus. Hoppala. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie viel nochmal so eine Scheune kostet, ne? Das war schon wieder so. Jetzt habe ich da irgendwas mir ausgedacht und weiß nicht, ob es funktioniert. Aber ich habe zwei Silberne, okay. Außerdem brauche ich so oder so Stein und Holz, um die Gebäude aufzuwerten. Also es ist nicht so das Problem. Den haben. Da irgendwo ein Silberner? Nee. Naja, Stein haben wir ein bisschen mehr. Machen halt so zwei Laschis und dann gehen wir auch gleich ins Bett. Obwohl, kann ich mich direkt zu Palmo? Machen wir erst Außenposten und dann gehen wir mal schnell gucken. Vielleicht schaffe ich es ja noch. Aber ich bin mir nicht so sicher. Vielleicht hat das deshalb nicht funktioniert mit dem Ziehen, weil ich einfach keinen Platz mehr habe in meinen Scheunen. Ich bin der Meinung, auf dem Farmdrachen kann ich noch eine Scheune bauen. Warte. Noch ein Stein, ein Stein. Brauchen wir mal hier hin. Ich werde mir gleich sowas von in den Hintern beißen, wenn es nur noch ein Holz ist oder so. Dann werde ich mir aber in den Hintern beißen. Hier liegt doch manchmal auch so Holz rum. Ja gut, das bringt mir jetzt aber, glaube ich, nicht so viel. Wie lange hast du offen? Bis 18 Uhr. Sag mir die Scheune. I see you're full of energy. Ich möchte etwas renovieren. Welcome. 200. Oh nein! Take your time. Thanks. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. 30 Minuten. Ich habe jetzt noch einen. Das heißt, dann habe ich genau 200. So,
jetzt dahin teleportieren? Das kostet hoffentlich keine Zeit. Aber ich glaube nicht. Das wäre so gemein. Naja, es hat eine Sekunde gedauert. Moment, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Wir schaffen es. Wir können die Scheune bauen. Warte, mit ja, ich eben gerade gesprochen, bist du jetzt dran. Erweitert das Inventar. Ja, ja. Er gönnt sich ganz gern noch etwas länger dran. Okay. Alle anderen Gebäude sind jetzt aber auch wirklich Koop kochenfrei, ne? 2300. Oh, das war ja mal. Jetzt will ich das mal auch kurz ausprobieren. Noch mal in den Flüsterwald. Ich meine, der Fuchsgeist, der tut mir, glaube ich, gar nicht weh. Kann ich den überhaupt gerade jetzt noch machen? Werden wir gleich sehen. Nee, für heute hat er sich ausgefuchst. Okay. Dann gehen wir nach Hause und ins Bett. Das bringt jetzt auch gar nichts. Oh. Himmel, da hätte ich jetzt aber was gedacht, du. Dann gehen wir ins Bett. Ah, da weiß ich noch, was ich gucken wollte, seht ihr? Beim letzten Mal haben wir ja die ganzen Monster auch im letzten Stream eingefangen, die restlichen Monster. Dadurch habe ich ja meinen Rang erhöht und ich habe noch ein Siegel bekommen, das wir uns gar nicht angeschaut haben. Es regnet. Zielabzeichen, so. Nee, das hier. Wenn du dieses Abzeichen trägst, erhältst du geringfügig mehr Zielpunkte als gewöhnlich. Nö. Nee, so wie es gerade ist, finde ich es, glaube ich, am besten. Da muss ich jetzt nochmal gucken. Scarlet braucht auf jeden Fall noch. Mit der muss ich nochmal ein bisschen talken. Mit ihr habe ich ja ihr komisches Liebes-Event ja auch noch nicht fertig. Das Wetter mag heute nicht besonders schön sein, aber da müssen wir eben konzentriert bleiben und Mühe geben. Ich dachte, dass ich meine Kochkünste mal auf die Probe stelle und uns etwas zu essen mache. Hast du einen besonderen Wunsch, Maike? Ach, mir ist alles recht, solange du es auch magst. Naja, ich mag ja am liebsten gekochten Spinat. Dann essen wir eben gesund. Kirschgras. Wie viel? Was habe ich denn hier alles in meiner Tasche noch? Die Wurzel. Das Dango, das weiß ich, das wollte ich verkaufen. Das kann ich verkaufen. Und der Rest bleibt. Okay, nehmen das doch. Wo ist er denn da? Deine Arbeit wird nicht weniger, nur weil es heute regnet. Ich erwarte, dass du genauso gute Arbeit leistest wie immer. Mir ist vollkommen bewusst, wie ich aussehe, aber ob du es glaubst oder nicht, niemand hat mich je wie ein Kind behandelt. Das überrascht mich nicht. Deine Ausstrahlung passt eher zu einer alten Seele. Oh, eine alte Seele, sagst du. Gute Antwort. Du selbst bist auch weiser, als dein Alter es vermuten lassen würde. Wir wollten ja noch ein bisschen die Charaktere auf Herz 5 bringen. Es regnet, es regnet. Die Erde wird nass.
Also das werde ich nicht hinkriegen auf Stufe 10. Das eher, ernte 20 Orangen, fälle einen Blinkbaum, zähme einen Monster. Ich habe eine gefährliche Anfrage für dich. Ich will, dass du ein Bossmonster zähmst. Die Dinger kannst du nicht wie ein normales Monster zähmen. Die holst du nur auf deine Seite, wenn du ihnen genau das bringst, was sie mögen. Zum Beispiel akzeptiert ein Fuchsgeist nur Fuchsglocken und bei Cerus hast du nur mit Kuchen eine Chance. Viel Glück und pass auf dich auf. Nicht zu fassen, wie viele verschiedene Blumen es gibt. Und alle sind so hübsch, ich würde sehr gern mehr davon sehen. Deshalb solltest du jetzt 5 verschiedene Blumensorten ernten. Dann mal nichts wie los, pflanze welche an. Habe ich schon. Gut gemacht, 5 verschiedene Blumensorten waren für dich offenbar ein Klacks. Ach, gefällt dir eine besonders? Ach, du solltest mal wieder einmal im Laden vorbeischauen. Ich habe gehört, dass dort jetzt neue Samen im Angebot sind. Okay. Tintenfisch ist halt ein bisschen blöd. Ah, da kaufst du mal Erdbeeren. Nice. Ah, hineinsehen bitte. So wird's, glaube ich, ein bisschen einfacher. Du kannst rein, du kannst rein. Das verschenke ich hier. Der Bratfisch kann rein. Alles andere behalte ich. Na gut, das kann auch rein. Das ist mir, glaube ich, so ein bisschen lieber. So, da es ja regnet, muss ich mich darum jetzt auch nicht kümmern. Hoppala. Da gibt es Wolkenheim hoch. Vielleicht funktioniert es jetzt mit dem. Ganzen Zeug. Leute, ihr braucht nicht gießen. Es ist ja schon gegossen. Also, es wird ja gerade gegossen. Angeln ist verbessert worden. Kinder wirkt angeschlagen. Ja, denn hör auch mit der Hofarbeit auf. Viva wirkt total motiviert. Hör mit der Hofarbeit auf. Tinker, was sagst du? Die wirkt auch noch total motiviert, kann aber auch aufhören. Ey, das ist ein reiner Flickenteppich, ne? Das regt mich so auf.
hab die jetzt erstmal alle reingeholt, weil was soll's. Dann regnet es jetzt auch. Dann gucken wir mal, ob wir den Fuchsgeist wieder streicheln können. Vielleicht lag es wirklich nur daran, dass ich das nicht machen konnte. So viel Geld. Theoretisch könnte ich mir noch Klamotten kaufen. Gurkensaat, das kommt weg. Ach Mist, jetzt war ich so. Yes. All right. There, there. There, there. There, there. There, there. Macht ihr denn überhaupt irgendwas? Hast du nicht schon gestreichelt? Also ich denke mal, es können immer 4 pro... Dings rein. Pro Hütte. Hier sind ja auch nur 4 drinne. Wo ist die Kuh? Da. Wir könnten uns auch was suchen. Also wir könnten uns jetzt eigentlich theoretisch auch Klamotten kaufen. Weil bei Yuki habe ich ja noch ein paar Klamotten offen. Sind es auch, also es kann immer 4. Das heißt, ich kann jetzt 4 weitere. Hier sind es auch 4? Ach ja, Max, Salia und Oda, ne? Und genau. Salia müsste ja auch irgendwo umspringen da. Jetzt nur noch da. Genau. Schön, dass ich das so nach ungefähr 20 Spielen gerafft habe. So nach schon 40 Stunden oder so. Aber dann müsste es ja hier auch nochmal weitergehen, oder? Hey, Lilly! Auf einmal ist Lilly so unbehaart. Lilly gibt super viel Wolle, deshalb muss Lilly leider dran glauben. Die Schollen sehen ganz normal aus, ne? So, das kommt rein, das kommt rein. Das kommt rein. Das kommt rein. Das Ei kommt rein. Und das. Das Futter kommt weg. Lilly, wie geht's dir denn? Ist schön, dass du mal wieder da bist. Wie kommt's? Lilly, ich nehme dich auch immer mit auf der Expedition, weil du einer der Monster bist, die am meisten reinhaut. Du bist so das mit das Monster, was so einfach alle vernichtet. Und ich liebe es. Jetzt mal wieder aufhören, danke.
Ich würde ganz gern gleich mal ja, du bist schon toll, das auf jeden Fall. Habe ich auch nie dran gezweifelt. So, die Blümchen. Dann kriegt er noch was zu essen. Mein Kühlschrank, da wollte ich die Trauben noch mit reinschmeißen. Und das süße Pulver. Hier ist das Tempura. Dafür bräuchte ich halt Ei und Mehl und die Garnelen. Aber ich kriege halt keine Garnelen rein. Weil Madame ja der Meinung ist, irgendwie gerade keine Garnelen verkaufen zu müssen. Jedenfalls die kleine. Das ist ein bisschen blöd. Ach, gerade nichts zu tun. Also, bevor du spielen musst auch. Oh, so ein mieses Wetter. Sag mir nicht, dass das den ganzen Tag so lange bleibt. Mann, du bist echt nützlich. Scheint, als könntest du quasi alles herstellen. Glaubst du? Ich weiß es. In meinem ganzen Leben habe ich nur eine andere Person getroffen, die so viele Talente hatte wie du. Oh, mein... Oh nein, mein Schweif ist ganz nass. Mama sagt immer, er soll trocken bleiben. Hallihallo, heute darf ich mich allein um den Laden kümmern. Welcome. Die ist so niedlich. Oh, Garnelen. Und ein Tintenfisch, den nehme ich mit. Thank you very much for your purchase. Machen wir nochmal 15? Thank you very much for your purchase. Thank you. Bitte. Hat mich jetzt sehr viel gekostet. Sonst noch was? Nö. Komm bald wieder, ja? Ja. Guten Morgen. Bedauerliches Wetter heute. Nicht wahr? Zu viel Luftfeuchtigkeit macht das Backen viel, sehr viel komplizierter. Yuki und ich kommen langsam in die Jahre. Simone ist so nett, regelmäßig nach uns zu sehen. Sie weiß, dass wir die Bäckerei nicht lange schließen können und kommt uns deshalb entgegen. Ich bin sehr dankbar. Wenn du dich mal krank fühlen solltest, empfehle ich dir, zu ihr zu gehen. Sie ist eine ausgezeichnete Ärztin. Ja, und nimmt massiv viel Geld. Werttiere mögen den Regen nicht sonderlich. Oh, mein Schweiß ist schon wieder nass geworden. Willkommen, suchst du was Bestimmtes? Hühnchenscheif. Ja, werde ich auch, ne? Kohlsaat, Zwiebelsaat. What is it? Geht dich gar nichts an. Thank you. Bitte. Möchtest du sonst noch was? Nö. Mit Lucy haben wir schon gesprochen. Ich glaube, bei der bin ich ja schon auf 5. Nee, der Dude wird eh noch nicht da sein. Ich glaube, dann klaue ich mir doch nochmal das Ei aus der Hose. Nein, sehen. Geben Sie mir mal das Ei wieder. Dankeschön. Tintenfisch. Ja, liefere ich. Keine Sorge. Die sind schon toll. Ich bin immer noch dabei, den Fuchsgeist irgendwie für mich zu gewinnen, aber das ist nicht so einfach. Wurde Tempura hier gemacht? Nee. Hier? Ich hab vergessen, wo Tempo gemacht wird. Doch, hier. Sechs Stück kann ich machen. Sehr gut. Und meine ganzen RP sind weg. Mein Kühlschrank. Ja, kannst gleich mal hineingucken. Also wir machen noch die restlichen Tempura. Wie viel habe ich jetzt noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, noch 9 Eier und dann geht das ab.
Ach ja, jetzt wollte ich noch zu Beatrice. Zu der Beatrice. Wo ist die Beatrice? Ist die gerade zu Hause? Ja, die ist gerade zu Hause. Ja, ich habe festgestellt, dass Marc... Also ich habe nochmal nachgeguckt, was der Murakumo gerne mag. Der mag die tatsächlich gerne. Und das Tempura brauchen wir für den Fuchsgeist, damit Ragnar den auch bei uns endlich mal einziehen kann. Ich tue alles für meinen Schatz. Der hat uns ja beim letzten Mal gefriendzoned, ne? Also da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wo ist er denn da? Der Regen stärkt die Erde, die vom Durst gequält wird. Wir müssen die vielen Gaben der Natur zu schätzen wissen. Die Beete am blauen Mond sind so wundervoll. Bei meinem ersten Besuch war ich vollkommen überrascht darüber, wie gut sich das Wasser dort anfühlt. Ach, als ich noch in der Hauptstadt gelebt habe, war mir gar nicht bewusst, wie angenehm es sein würde, vollkommen allein zu baden. Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich. Wie viele haben denn da noch gebadet bei dir? Vielen Dank für dieses wundervolle Geschenk. Ja, bitte. Wie viele waren denn mit der Baden? Sag mal. So, wir gehen jetzt erstmal zu unserem Murakumo, weil wir müssen ja, den Jungen auch noch beschenken. Ach, ich schummel jetzt einfach. Ich habe keine Lust, den Weg zu gehen. Und dann. Ach, Dankeschön. Murakumo! So, mein Freund und Liebhaber. Luca muss noch ein bisschen, die müssen noch ein bisschen. 97. Eike habe ich jetzt geschafft. Wir brauchen alle noch so ein bisschen, ne? Und dann soll ich alle auf Level 5 bringen, ey. Das ist gar nicht so einfach. So, 97 hat er. Ob Regen oder Sonnenschein, der blaue Mond lädt immer ein. Komm und entspann dich in unserer heißen Quelle. Grüß dich, Malka. Schön, dich zu sehen. Was kann ich heute für dich tun? Ich möchte plaudern. Cheating! Letztens war jemand von Seed für ein Bad hier. Manchmal kommen sogar mehrere Hüter zusammen. Nichts geht über Entspannung. Ah, das hoffe ich doch. Komm du ruhig auch mal vorbei, wenn du eine Entspannung brauchst, ja? Es wäre einfacher, wenn du nicht so viel Geld dafür abknüpfen würdest. 98, ja super. Hab da was für dich. Wenn du es mir schon so freundlich anbietest, danke, dafür werde ich mich gebührend revanchieren. Das ist auch noch selbst gemacht, oder? Willst du eigentlich, dass ich vor Freude platze? Tada, du hast mir so viel Zeug gegeben. Was hast du mir jetzt gegeben? Eine Palmenkralle. Ey, das hat mir... Ich habe gerade 4 Punkte nur gemacht. Noch 99%, dann haben wir ihn auf 9. Und dann können wir es nochmal probieren. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte zum einen... Ich wollte es überall hin. Zum Banditenkönig-Kram. Genau, die alte Basis des Banditenkönigs. Da müssen wir hin. Da gibt's Trolle und mit etwas Glück droppen sie endlich das, was ich brauche. Du kannst mich auch an den ganzen... Ja, der kann mich mal kraulen oder einfach nur so in den Arm nehmen und dann kusche ich mich so an sein Fell und dann läuft das schon. Finde ich. Ich mag das auch immer so, wenn Simba ins Bett kommt und dann liegt er sich so mit den... liegt er sich immer so an meinen Rücken. Echt jetzt? Da kam die blöde Fee. Und dann liegt die sich immer so an meinen Rücken. Also legt er sich mal an den Rücken, dann fühlt sich das voll schön an. So, aha. Voll weich und kuschelig. Und dann strahlt er auch immer so eine Wärme aus. Großartig. Ne.
Falsche Digimon. Ich suche. Hier waren die, ne? Ja. Der droppt schon mal gar nichts. Der hat mich einfach umgeboxt. Der droppt auch nichts. Wo bist du denn? Komm her. Riesennagel! Das, was ich brauche. Es ist dumm, aber ich brauche wirklich die Riesennagel. Weil dadurch mit dem Riesennagel plus den blauen Giant, glaube ich, hoffe doch, dass es das ist, was ich meine. Nee, gar nicht. Ich brauche nicht den Riesennagel. Oh. Auch was anderes. Ich brauche tatsächlich Glove. Glove sind nicht Nägel. Mm. Was ich brauche, sind hier diese Fäuste. Danke dir, danke schön, dass du da warst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei Final Fantasy. Artig Metallschrott. Den kann er behalten mit dem Metallschrott. So, jetzt probieren wir mal unser Glück. Kartoffeln, sehr schön. Aber doch. Ah! Ey Leute, entspannt euch hier, genau. Hoppala. Einfach dieses Fake, ne? Könntest du jetzt mal bitte? Oh, ey. Entspannungstee. Mann! Das ist doch... Oh! Ey, ich sag dazu gar nichts. Und wie viel ziehst du mir ab? Gut, du bist wieder wach. Wie fühlst du dich diesmal? Oh, danke schön. Es hat aufgehört zu regnen. Weil es so schön war, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Erdgeschoss. Nun muss ich jetzt einfach weggehen und irgendwie ein... Ich muss die irgendwie einzeln catchen. Das ist das Problem. Ich habe halt die Angst, dass denn im Prinzip... Na gut, wenn die Sachen jetzt aber nicht wieder gespawnt sind, ne? Dann kann es sein, dass da vielleicht immer nur noch zwei Wölfe jetzt rumhocken.
Oh nein, ich habe eine gewischt. Ach komm, als ob. Ah, es funktioniert. Okay. Danke, du Nase. Ey, das ist doch so dumm manchmal. Hier nix. Dreamy. Endlich ist Dreamy bei uns auch eingezogen. Moment, habe ich jetzt richtig gerade? Ja. Dreamy. Herzlich willkommen, Dreamy. Das heißt, den können wir dann auch schon mal streichen. Wenn ich einen Stift hätte. Ich hab nie Stift, die. Ah, zurück in den Stall schicken. Hat er mir noch irgendwas hinterlassen? Nö. Dann gehen wir da noch mal rein. Ich brauche diese Giant Gloves von den Trollen. Und laut Internet soll es die halt hier geben. Dankeschön für dein Abo! Du alte Ziege, du. Was geht grinsender Smiley? Nicht viel. Ich versag gerade hier auf voller Länge. Beziehungsweise, was heißt ich versag auf voller Länge? Ich warte hier, dass jetzt endlich mal diese Trolle. Trolle spawnen, weil ich brauche von denen was ganz Bestimmtes. Und die wollen es nicht droppen. Aber Chaos, Dankeschön, 9 Monate! 9 Monate bist du jetzt schon. Eigentlich bist du wahrscheinlich schon länger da. Kann ich dich nicht irgendwie triggern? Wie geht's dir? Mit Feuer will's auch nicht. Mann! Regt mich das auf. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe doch noch so ein Brot gekriegt.
Ich habe ein Rezept Speer geschen. Hä? Speer? Was soll ich mit dem Speer? Wenn ich wüsste, wo es noch Trolle gibt. Ich habe das schlecht nachgeguckt. Also, er liebt diese Power Gloves. Und diese Power Gloves kann ich halt nur machen, wenn ich diese Giant Gloves, also gigantischen Fäuste plus die Blue gigantischen Fäuste kriege. Ach, muss ja. Was kriege ich? Gar nichts. Sehr gut. Was war das? Ach so, du warst. Unterflüge, Fälle, Ernte 20. Ich mach das und dies und jenes. Ich will nicht. Hier ist alles gegossen und gemacht und getan. Ein Riesennagel. Da krieg ich 14.000. Wir könnten versuchen, unseren Fuchsgeist zu holen. Ich glaube, das mache ich auch. Wir speichern da vorher ab und dann holen wir den Fuchsgeist. Als erstes brauchen wir die Glöckchen. Wo sind die Glöckchen? Da. Dann holen wir das ganze Tempura. Hast du eine Schildkröte am Arm? Das ist der Panzer von der Schildkröte. Das ist gerade der beste Schild, den ich haben kann. Tatsächlich. Hat er das jetzt nochmal gemacht? So. Ich weiß nicht, warum ich Karotten und sowas hier drin habe, aber okay. Lassen wir es dabei. Ich habe so viel Tempura, das muss doch funktionieren jetzt. Lüsterwald, Inneres. Das ist mein Schild und einen anderen Schild habe ich nicht. Oder kann ich auch nicht craften, davon abgesehen. So, jetzt speichern wir ab. Ich will nicht die ganzen Sachen. Also, ich weiß, dass es ein bisschen lame vielleicht ist und so. Aber ganz ehrlich, ich will nicht die ganzen Sachen wieder verlieren, die ich jetzt so viel gecraftet habe. Weil es dauert ja ewig, bis ich da mal die Fuchsglocken kriege, bevor ich... Na komm. Es war also wirklich... Ach, komm, steh auf. Was ist er denn? Ich sehe nichts. Hast du noch so einen? Ja, wirf mich um. Okay, der hat jetzt keinen mehr. Sehe ich das richtig? Gut.
Wieso kommt denn da jetzt... Wieso hast du denn dein Fuchsglöckchen jetzt stehen gelassen, Mensch? Selbst Muakumo meinte, der mag Fuchsglöckchen. Na gut, nehme ich nochmal. Wo ist er denn da? Weil du weißt, dass das für tot steht, ne? Weil ich dich so oft schon gebasht habe. Jetzt bleib doch! Was soll ich? Der will echt nicht, ne? Das sieht aus wie ein Digimon, ja, ne? Aber wir haben hier zum Beispiel auch tatsächlich so ein Monster. Ich weiß gar nicht, was das für ein Monster ist. Der, da könnte man wirklich denken, das ist ein Digimon. Autsch. Seh nix. Sei doch mal still, Mann. So, komm, guck mal, ich hab was für dich. Hat das jetzt genommen? Nee. Jetzt halt doch mal still. Wo bist du denn da? Zum Glück macht er mir schon keinen Schaden mehr. Gib doch! Ist das das falsche Tempura? Du darfst mich ruhig lieb haben. Nee, der findet das Tempura voll kacke. Das wurde doch gesagt, Tempura. Oder habe ich das falsche Tempura? Ich streiche dich nur. Nee. Ich habe den regelrecht damit gerade abgeschmissen. Ja, aber der macht mir ja keinen Schaden, dann ist es ja eigentlich dann egal. So. Es muss das falsche Tempura sein. Laden. Noch für ein Tempura. Ich kenne ja nur das eine. Ich dachte, das wäre dann halt das Tempura.
Kommst du mal her? Hallo. Jetzt wird er gleich zum Super Saiyajin. So, gibt's Glöckchen. Da gibt's aber kein Glöckchen mehr. Jetzt habe ich so viel Tempura gekocht, ne? Wofür? Oh, ich habe jeden Fertigkeitspunkt gekriegt. Das ist ja der Wahnsinn. So, machen wir jetzt mal 3. Reicht erstmal. Das muss das falsche Tempura sein, aber ich wüsste auch nicht, welches sonst noch. Werkzeug schmieden. Ich krieg auch nicht zusammen, weil... Wie krieg ich denn 10.960 Punkte? Gießkanne der Freude. Dazu fehlt mir Silber. Was für eine Gießkanne habe ich eigentlich jetzt? Löwengießkanne. Was ist dein Endziel? Erstmal die... naja, eigentlich ist das Endziel die Story durchmachen. Habe ich keine Steine? Ein dicker Stock. Funktioniert das? Fehlschlag, sehr schön. Na komm, 9 werden ja wohl ausreichen, oder? Also, Endziel ist halt... die Story durchmachen und... zu heiraten. Das ist so das, was ich mir gedacht habe. Hm, wie nervig. Kann das Wetter endlich mal mit dem ganzen Regen aufhören? Was? Ich bin nur hier, weil Livia hier ist, also lass mich in Ruhe. Ich habe nicht vor, mit all den Leuten hier Nettigkeiten auszutauschen. Aber wir sind doch Freunde, oder? Naja, bei dir ist das was anderes. Ja, ich weiß. Ich bin was Besonderes. Es muss das falsche Tempura sein. Ganz einfach. Ich kann es mir sonst nicht vorstellen, was es ist. Ich kaufe mir jetzt mal 4 Kochbrote. Beziehungsweise die ganzen Kochbrote. In der Hoffnung. Ja. Jetzt habe ich das gar nicht vorgelesen. Erstmal die Rezeptbrote. 4 hat sie.
Ich hätte ganz gerne ein Kochboot. Aber immer noch ein Kochboot. Welches ist sonst noch was? Ein Outfit. Welches Outfit hättest du gerne? Die drei kann ich noch. 36.000. Ja, mach den grünen Zauber. Dein Outfit ist bereit. Du kannst es jederzeit anziehen. Das 30.000 und dann nochmal 36.000, ne? Okay. Ja, ich weiß, jetzt zahle ich nicht mehr so viel, aber das macht nichts. Schokocookie, gekochtes Ei, Käsekuchen, Stern-Erdbeermarmelade, Blaumauleintopf, Käsebrot, Donut, heiße Milch und zu wenig Erfahrung beim Kochen. Nimm Donuts, jeder mag Donuts. Meinst du, der Fuchsgeist mag Donuts? Ragnar meinte, so, der hat es mit Tempura und dem Glöckchen geschafft. Ich habe weder das eine noch das andere. So, Nafuka. Regen ist eklig. Nass fühlt sich alles so schwer an. Hallo, willst du was essen? Nee, ich will ein Rezeptbrot. Ah, ist das? Dann lernst du ein neues Rezept. Wir haben noch zwei. Na gut. 400? Ja gut, nur weil du es bist. Danke. Ja, dann gib mir noch ein Kochbrot. Komm bald wieder. Willst du noch was? Nö. Ja, ich komme bestimmt bald wieder. Hallo, wenn ich dem Ring zuhöre, vergesse ich immer alles um mich herum. Willkommen. Erzähl mir was. Maika, ich überlege, meinen Mitarbeitern Uniformen zu besorgen. Vorschläge? Sie sollten elegant und reizvoll. Ach, so eine bist du also, hm? Entschuldigung. Dann halt nicht elegant und reizvoll. Hm, es scheint nicht so, als würde der Regen bald aufhören. An Regentagen fühlt man sich schneller schnapp, also geh nicht zu spät ins Bett. Ach, es versetzt mich jedes Mal wieder in Staunen, wenn ich dich eine Waffe schwingen sehe, Maika. Du bewegst dich so präzise und effizient. Das ist eine wahre Augenweide. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich dir weiter zusehe? Du bist gruselig, mein du Freund. Kann ich ja dein Ernst sein. Immer habe ich zu wenig Erfahrung. Das kann doch nicht wahr sein. Gucken wir mal, was wir für Donuts brauchen. Wahrscheinlich Eier oder so. Die ich natürlich nicht mehr habe. Es muss aber der falsche Donut, also es muss das falsche Tempura sein. Ich kann es mir sonst anders nicht vorstellen. Wieso es nicht funktioniert. Cecile, ich habe eine Aufgabe für dich. Guck mal. Du kannst mir sagen, wieso das nicht funktioniert. Du bist doch so ein Schlaumeier. Das macht euch sehr viel fett aus. Wir brauchen halt das Stein und das, das Holz. Deshalb bin ich schon wieder am Kloppen. Immer nur am Kloppen hier. Wir haben aber halt auch mehr so für Stein als für alles andere. Aber wir brauchen halt
300 Stein und 300 Holz. Ich finde es halt so schade, dass man das nicht wie bei Harvest Moon manchmal kaufen kann. In Harvest Moon können wir das ja manchmal kaufen. Ja, das funktioniert so nicht. Ich hoffe, das garantiert jetzt nicht. Wo kommt denn der Stein auf einmal her? Kann doch nicht wahr sein. Right. 24.000 würde ich wieder einnehmen. Ah, das brauche ich, das brauche ich, das kommt weg. Das kommt weg, das brauche ich nicht. Das kann jetzt auch weg. Das kann jetzt auch weg. Ich traue mich aber auch nicht. Ach, süßes Pulver, was soll ich denn damit? Ich habe so viel von dem süßen Pulver. Donuts würde ich in den Ofen machen, ne? Dann gucken wir mal, was wir für Donuts brauchen. Im Ofen. Schokocookie brauche ich. Was ist das? Ach, Butter und Eier. Hä? Ja, lol. Wo würde denn Donut reinkommen? Vielleicht hier? Beim Dampfgarer? Nee. Einfachen kochen. Onigiri, Essigrüben. Aber ihr habt auch... Ach, hier, Donut. Was brauche ich dafür? Butter und Eier. Na gut. Wo würde ich Butter reinmachen? Wie würde ich Butter herstellen? Mixer? Tatsächlich. Aber dafür brauche ich bestimmte Milch. Oh, die bringen auf jeden Fall viel. Yamwurzel. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig Erfahrung zum Kochen, oder was? Kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist Stufe 2. 2. Ach, von mir aus. Ach Quatsch, das ist das Falsche. Ich muss dahin. Ja, zur Not kann ich sie auch einfach so verwenden für Essen. Immerhin. Chemiebrot, Kochbrot und Werkzeugbrot. Kettenrüstung. Was fehlt mir denn? Silber. Ich habe auch einfach kein Silber. Abwehr 50, was habe ich jetzt? Abwehr 78. Der Schildkrötenpanzer ist immer halt noch am krassesten. Verlobungsring habe ich schon.
Aber vielleicht sollte ich den auch mal so Schleichstiefeln. Was sage ich denn jetzt? Goldstiefel. Oh, na toll. Medizin herstellen. Erkältungstrank. Nochmal drei. Wir brauchen immer irgendwie Erkältungstränke. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. Erholungstrank. Na schön. Am 25. ist White Day. Was auch immer da passiert, ich habe keine Ahnung. Aber ich speichere hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.